Und machen wieder eine neue Folge. Juhu. Hallo und so. Ich hätte vielleicht die Meine Folge Pommes erst sind nach. alle. Schön. Zeit für die Hamburger. Also, du willst jetzt unbedingt PvP spielen? Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Commander Zavala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das taktisch. PvP. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Okay, bevor wir PvP machen, gehen wir auf die Farm. Oh, Alter. Ich will wenigstens die PvP-Mission annehmen, die es da gibt. Es gibt eine PvP-Mission. Digga, lest die oder was durch? Bei dem Herren, der auch diese Schmelztiegel-Dinger hat, alles. Da gibt es auch diese roten Teile und das sind Missionen, die du für 250 RP, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, die Normalwährung. EB, ich weiß nicht mehr. Nebenbei, wenn wir einen von dir schaffen, kriegen wir nämlich lila Ausrüstung. Wuhu! Ich dachte, das ist ja echt schlecht gewesen. Aber dann deshalb dachte ich mir so, machen wir lieber später PvP, wo wahrscheinlich, falls die Ausrüstung levelbasierend ist, das Level dann sich gleich besser anpasst. Aber nee, der Herr will ja weiter das machen. Ach ja. Juhu, Leute, freut euch mal wieder auf eine bombastische PvP-Folge. Yeah. So heizt man die Menge an. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr schon 20 GB nur für diesem Spiel. Als Aufnahme. Oh mein. Wir sollten echt mal langsam loswerden. Oh, das Uploaden wird witzig. Oh ne, und die ganze Folge erstmal einen Namen geben wird auch nervig. Ich bräuchte wirklich mal so eine Abteilung, die mir hilft, Namen zu erfinden. Eine Abteilung, Alter. Also, Sammy schon mal der PR-Manager. Du sagst gerade einer nur ein Small Sammy. Wie kann der denn der PR-Manager sein? Ja, PR-Manager wird angeschrien. Es ist immer wieder schön, eine weitere Heldin des So, dann Turms zu nehmen wir mal sehen. Mission. Besiege 15 Hüter, Todesstöße. Geschafft, nicht wahr? Sei vorsichtig damit. Ach, kann man sich hier dann mehrere kaufen? Sei vorsichtig damit. Ah, okay. Man kann sich jeden kaufen. Ab mit Schmelztiegel. Sei flink wie der Wind, Jäger. Lass dich von Moment. nichts aufhalten. Ach ja, mir fällt gerade ein, kann man sich schriftlich irgendwie verändern? Oder muss man sich Neues kaufen? Was sind denn Solar-Todesstöße? Weiß ich auch selbst nicht. Ich nehme einfach alle an und hoffe, dass ich irgendwie die einen von denen hinkriege. Also Todesstöße sind scheinbar Kopftreffer. Also die. Ich weiß nicht. Ich hab's mir nicht richtig durchgelesen. Esse ich jetzt noch den Big Mac oder esse ich den später? Weil du jetzt isst, hol ich mir noch was zu essen. Okay, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Ich werde mir jetzt noch Mike Quark Joghurt. Ja, Mike Quark Joghurt, ich bin gut. Mike Erdberg Quark Joghurt. Nein, mein Erdberg Quark, ich hab's doch nie wild. So. Mein Erdberg Quark geholt. Sieben Freunde online, davon habe ich sieben Freunde im Leben. Oh Hey, nee. Jenny ist online. Ich glaube, sie Und. will Ark spielen. Achso, ich will erfahren. Und steht sie auf dich? Alter. Bob ist online. Dings Wer ist da. Bob? Okay, ja, ein Borderlands-Spieler. Der Wer hat ist mich für. Bob? Bob 19780708.
Der ist Bob. Ja. Er heißt Bob. Scheinbar. Ich weiß es nicht. Sein Ding ist einfach nur so. Er heißt Bob. Ich weiß es noch nicht. Alter, nee. Halt die Klappe. Und das da, mein Sohn, ist der Berg. Und das da hinten ist derselbe Berg. Wie machen wir das bloß? Da stürmt einer unserer Position. Oh mein Gott, die Wilden. Innenstadt. Sieht schon mal nice aus. Kontrolle. Zeig mir, dass du dich behaupten kannst. Ich glaube, man kriegt neue Schiffe nur durch Events. Oder vielleicht auch noch ein neues Schiff durch die Story, aber sonst glaube ich nur durch Events wahrscheinlich. Oder vielleicht auch noch Pain. Zone A erobert. Der Feind hat Zone C eingenommen. Oh, jetzt wechselst du schon bei Zone B. Leck mich! Der Feind hat Zone B eingenommen. Wir haben die Führung. Doch das Match ist noch nicht vorbei. Ach ja, mein Zweifel auf seine Schrotflinte. Nice! Einmal habe ich die Macht in der Hand. Nicht diese Wichsjungen. Ach, leck mich. Zone C erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Da bin ich ein gemeiner Spieler von uns einfach interruptet. Zone A verloren. Du stirbst so heldenhaft mit dem Spruch, leck mich. Ja. Zone B erobert. Halt du immer. Hast den Zonenvorteil. Hör auf, hier rumzugleiten. Wir sind kein einzelner Gegner, Mann. Hier ist aber einer. So beschiss. Ich bin weggeflogen. Also wenn jetzt bei Zone C keiner ist, dann fresse ich ihn Bösen. Zone C verloren. Also da, wo ich gerade war, war einer. Du hast ihn einfach nur nicht gesehen. Zone A erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Na, verdammte Schrotflinte. Hast du die da gefunden? Ups. Nee, ist die Schrotflinte kam angeflogen. Zone C erobert. Powerplay. Ja, verständlich. Ey, kann man hier nicht einfach, kann man hier sein Schwert benutzen? Ja, kann man! Ich hab Waffenmods. Was? Oh, cool. Ah, leck mich. Die Distanz einfach nur. Zone B verloren. Schwert. Ja. Bei Schwert musst du von hinten kommen. Also es bringt nicht viel. Ich merk's. Zone B eingenommen. Der Vorteil liegt bei dir. Oder kleine Räume vielleicht. Den Typ habe ich erwischt. Oh, der will. Nein! Hm, der Test kämpft.
Leck mich. Ja, ich hab's vielleicht nicht gesehen. An ihnen vorbei, mach weiter so. Du hast Zone A erobert. Powerplay, lass nicht nach. Zone B verloren. Sie verloren. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Alle diese Typen nerven mich langsam. Double Kill, ich bin glücklich. Ja, ja, ich hatte auch mal Zeit, wo ich Double Kills gemacht hab. Nur noch fünf Minuten. Ja, das macht mir nicht Spaß mit dem Port und dann sei der Supernova. Das ist schön. Wenn du es willst, ist diese Schlacht dein. Noch ein Kill. Ich bin glücklich. Fusionsgewehr super. Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Jetzt krieg ich auch meinen Schwertkill. Man bleibt noch aus, weil ich, da ich ja diesen. Was ich jetzt aus. Leck mich mal sofort. Verdammt! So, bitte. Ja. Der hat dich auch erwischt, willst du mich gerade verarschen? Ja, ich wollte eigentlich gerade noch ein Ding an, aber hat nicht mehr geklappt. Oh nein! So, jetzt ist ein paar Hieb-Austeil mit Schwert und Abwehren. Fast geschafft! Kämpfe weiter und erringe den Sieg! Zone C verloren. Länge was denn? Frag mich auch. Ah, da oben. Ah, da ist man. Hab ihn. Ah, ne, mir wurde der Kill geklaut. Scheiße. Den habe ich aber. Da, verdammt, wir sind ult eingesetzt. Verlange nur den Sieg. Gut. Eine seltene Waffe und noch seltene Handschuhe. Jetzt kriegen wir ja sowas schon. Black Tiger. Yeah. Du auch seltene Waffe bekommen? Ja, schon, ich hab nicht aufgepasst. Alter. Ja, Tunnelblick, du bleibst. Tunnelblick. Jetzt soll ich gerade verarschen. Du hast ja eben Kill. Leck mich. Ja, wir letzte Runde warst du scheiße, alle Schauzeiten. Da hatte ich nur ein Kill weniger als du, aber da hatte ich nur ein Kill. Was hast denn du die ganze Zeit getrieben? Warte, ich bin bei Granatenwerfer von mehr Schaufel, den hab ich nicht klar. Oh, das tut weh. Oh, ich hab schon Schmerzen. Schmerzen. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh.
Ach, komm schon, ey. Ja, ich kann ja meine Ausrüstung erstmal verändern. Oh, scheinbar habe ich wirklich eine Waffe, ein Impulsgewehr. Dito. Aber ich habe meins jetzt wirklich ein Scout-Gewehr ersetzt. Und als zweiter habe ich nicht ein Automatikgewehr. Scheinbar hat er auch noch Feuerwaffe als Automatikgewehr. Das brauche ich nicht und die Schrotflinte brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Schwert lass mal, weil es witzig ist. Bei was? Weil es witzig ist, wenn dann wenn ich schon so eine Herz zu dahin gehe. Oh nee. Ich hab Gott, ey. Waffenmeistermaterial, ein Lisper. Ich hab grad zerlegt und jetzt hab ich Waffenmeister-Dings gekriegt. Ich darf nicht mehr lachen. Hautzeiten. Mein Big Mac ist runtergefallen. Echt jetzt? Okay, wenn wir jetzt Sachen zerlegen, kriegen wir Waffenmeister am Dingsbumster-Material scheinbar. Ja, sind wir rausgeflogen? Weiß ich doch nicht. Woher, Digga, schwör, was passiert da? Ach nee, ich darf nicht mehr lachen. Andere Aktivitäten können derzeit nicht gestartet werden. Was geht denn ab? Oh, verstehe. Also, Sammy liegt neben mir. Und schläft die ganze Zeit. Und macht mich müde. Oh, das ist ein anderer Spieler. Ich bin wieder hellwach. Alter, guck dir mal die Dinger von denen da unten an, dieses Blaue, oder? Das sieht cool aus. Jo. Ach, ich glaube, das sind meistens Events gekauft oder vielleicht durch Story ein bisschen. Ich würde mal sagen, das da vorne, das sieht nach Event aus, aber das, was da unten ist, das sieht nach Gepaid aus. Was ganz hinten sieht aus wie Story. Dieses Dreieck mit Weiß in der Mitte. Wir können ja gucken, ob es überhaupt Gepäte gibt. Also gleich nach der Runde oder so. Ich glaube, leider kommt der Stream nicht mit, wenn ich sowas machen würde, aber sonst. Der Display mit. Kontrolle. Okay, diesmal bin ich die ganze Zeit an dir dran. Dann hast du erst keinen Rücken runter. Ich werde nie jetzt kam, das ist nur mir ist aufgefallen, ich habe scheiße gespielt davor. Einfach, ich muss einfach nur in Deckung bleiben und auch mit denen, also mit meinem Normalgewehr auf die schießen. Das macht die übelst Schaden, die haben nur alle ein Schild, was wir nicht haben. Das ist das Einzige, was bei denen stört. Bei was, die haben Schilder? Die haben Schilde, deswegen machen wir am Anfang keinen Schaden. Wenn du eine Weile auf die drauf passt, haben die kein Schild mehr. Die sind wie diese Captain-Typen, wo du auch erst den Schild kaputt machen musst. So. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Leck mich, hat er den gemessert. Oh nein, wieso ja ich? Na, schade. Oh, leck mich! Oh, der war unerwartet, der war echt unerwartet. Oh verdammt, der hat einen Sniper. Scheiße! War es nicht eigentlich ein... Was ist eigentlich eine Friesen? Ah ja, okay, ist es. Ist nur ein Kinetik halt. Verstehe. Ist nur, wie gesagt, ich bin immer deine Ferse. Geh weg. Ey, Snuggy, kannst du mal mit mir erobern? Ich will Kills für die, die Quest haben. Du hast den Zonenvorteil. Zone A verloren. Den hätte ich. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Du ziehst an ihnen vorbei. Mach weiter so. Ich bin gerade echt scheiße, Kills machen.
Okay. Zone C verloren. Hey Snuggy. Du hast Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei... Lauf nicht weg. Verwirr dich. Da ist der Verfolger, weil es einen Vorteil hat. Außer bei deinem scheinbar. Oh, hier kann man sich ja bis oben laufen. Ich bin wie Batman. Alter. Nicht vorher den Zuschauer hätten ihn gecheckt. Naja. Du hast gerade Batman geschändet. Batman ist der Schande. Doch, Alter. Jetzt haben wir gar keine Fans mehr. Jo. Da ist doch einer. Oh. Leck mich! Guck dir einfach das Ergebnis an. Ich hab's gesehen. Oh, da läuft ja einer. Natürlich. Ich hab's natürlich nicht mehr bekommen. Mann. Findest du gerade Gegner? Ich glaube, ich laufe genau falsch. Ja. Irgendwie. Oder der Typ hier spielt Captain America und tötet gerade alle. Das muss man unterwerfen. Oh, laufe ich in die falsche Richtung? Verdammte Sniper! Dieser Arsch! Ich habe genug gesehen. Ich mache dir mein Ende. Ist die? Oh, da kommt man hier so schnell hin. Look at my Oh! Brustschutz, Helm und eine Energiewaffe. Krass, wieso kriegen wir immer so viel jetzt? Ich hab Brustschutz, Energiewaffe und Token. Ich hab Brustschutz, Energiewaffe, Helm und Token. Oh, das ist nochmal Ergebnis, ich belobe. Der ist mal von 1-1 rumgekommen. Guck dir mal die Gegner an. Warte nicht. Oh ne. Ich war so bitter. Wo sieht man jetzt eine Mission? Kann man das irgendwo sehen gerade? Inventar vielleicht? Nö. Ah doch, Aufträge hier. Schnell ausrüsten. Ich muss doch 9 Hüter besiegen für das erste. Geschaffene Sphären, erzeuge ein. Wo siehst du deine Quests? Inventar. Ich hatte auch scheinbar auch Verbrauchsgegenstände. Jetzt habe ich da 3 Waffenmaterialien. Ich muss noch 4 Todesstöße. Was ist denn so? Ah, jetzt weiß ich nicht, was Solar-Todesstoß ist. Ah. Okay. Was denn? Solar-Todesstoß ist mit der hier Zweitwaffe. Geschaffene Sphären, habe ich 2 Sphären geschaffen. Besiegte Hüter, noch 4 Hüter besiegen, okay. Und was, Todesstöße? Erziele präzise Todesstöße im Schmerzziel. Zieh auf den Kopf, dein Gegner wird dasselbe tun. Okay. Was ist denn die Verse Shader? Na, werde ich ja dann sehen. Wahrscheinlich. Ich will mal wieder eine neue Hülle haben, für meinen Geist. Ich mach die Kamouflage. Ich hab eine Hand. Oh, geil. Das ist ja eine Handpistole. Geil. Was? Die Energiewaffe, die ich bekommen habe. Und ich mag Handpistolen. Die sind richtig geil manchmal. Du hast recht. Ist auf jeden Fall besser als die, die Feuerwaffe, die ich habe. Ich wechsle mal auf Hand.
Lecke mich! Ah, gut, lecke mich, da kommen schon wieder zwei Hüter rein. Oh ja. Meine Cola! Du hörst, du bist ein Ghoul? Mal gucken, was unser Clan erreicht hat. Fortschritte. Ja. Wir sollen noch ein Raid machen. Ey, ich bin ja fast Level 12. Cool. Ich glaube, so ein Raid würden wir noch nicht schaffen. Wir würden reinrennen und sterben. Wie mit diesen Fragezeichen-Typen beim Schlamm. Naja, ich glaube, wenn wir im Raid reingehen, kommen auch wieder andere Dinger. Aber natürlich. Ja, aber. Ich glaube, da musst du auch Mindestlevel erfüllen und Mindestpower-Level. Deshalb will ich eigentlich immer weiter die Story müsste vorantreiben, aber du willst lieber die krassen Waffen, die es jetzt noch gibt. Du. Ist dir aufgefallen, dass wir im PvP auch ziemlich schnell leveln? Ist dir aufgefallen, dass wir durch die Story erstmal Spanner gekriegt haben? Das heißt, wir kriegen auch die Elia-Waffen erst durch die Story. Ist dir aufgefallen, dass wir sehr viele seltene Sachen bekommen und alle nicht PvP? Ist dir aufgefallen, dass ich Bock auf Story habe? Ist dir aufgefallen, dass ich Bock auf PvP habe? Oh, leck mich doch. Ich hab für die nächste Folge eine Idee. Wir spielen neben Yu-Gi-Oh! Über Sprache. Alter, ich spiele zwei blaue Drachen. Nein, ich bin schon die Deckzeit, aber wir sagen jetzt, was passiert. Ich vertraue dir nämlich und ich glaube nicht, dass du schummelst. Ich hab drei Spiegelkräfte auf dem Feld. Oh ja, ich hab Utopia. Welche? Utopia. Ich hab alle Utopien immer auf dem Feld. Alle sieben oder so. Das ist ja der Witz daran. Ich hab noch zwei in der vollen Kartenzone. Ich hab Pendel beschwört. Das gibt Pendel und Topias als erst. Nummer 39. Utopischer Strahl Pendel. Utopischer Pendel. Ja. Und der andere wäre utopischer Uhr. Alter, ja, Mann. Da ist Face Waffe zwecks oder Handwaffe. Oh ja, mit so einer Pistole komm ich kein Götzchen klar. Oh, Team spielt. Alter! Der schießt. Der prallt, die prallt ab! Die Waffe prallt ab! Also die Pistole prallt ab! Ich komm weggeschießen! Oh! Boah, meine ist ja auch für Auto! Ah, oh, leck mich, ich hätte weiter aufschießen sollen. Ja, Pickel tötet! Ja, ich hätte weiter aufschießen sollen. Das wird ein bisschen beteiligt. Oh mein Gott, Pick hat ein Tor. Ist deine Pistole auch so, wenn du gegen die Wand schießt, dass du. Ja, die prallt auch ab, meine. Oh, das ist schön. Ich wurde von Sasuke Naruto getötet. Was? da konnte sich einfach entscheiden, wer sein will. Das ist eine gespaltene Persönlichkeit. Oh mein Gott. Da fliegt was in der Küche um. Wow. Diese Beschreibung. Oh mein Gott, so viele Gegner und ich hab trotzdem noch einen Kill. Verdammt, Driss hat mir den Kill geklaut. Das ist auch noch so. Okay, ich muss mich da irgendwie wieder. Verdammt. Mann, Mutter, Mann! Look at my horse is amazing! Alter! Was denn? So schlimm? Ja! So in alle Grenzen gesteckt! Ach, leck mich, Level 8 hat mich getötet! Ich hab mir von Sasuke Naruto getötet! Verdammte Scheiße! Ich war vom Freekiller getötet, das muss was bedeuten! Okay, ich muss mal mein. Ach ja, da war ja was. Mann, die sind immer zu weit weg für den coolen Kill von der Nähe.
Einfach nur über was? War Free Killer. Ach so. Gerecht, mein Freund. Dafür ist das. Ich verstehe nicht mehr ganz rechten. Das ist nicht Doppelsprung, das ist sondern Ausweichen. Doppelsprung ist nämlich nicht der leichte vertreten. Der ist einfach nur schnell aktiv. Was ist das denn bei mir? Wie weicht man denn aus? Zweimal Kreis. Schön. Free Killer. Schön. Zweimal Kreis drücken bei mir. Bei mir nicht. Bei dir ist es wahrscheinlich was anderes. Das ist ein anderes Skill bei dir. Guck einfach das Zeichen und dann guckst du in deinen Skill, Skillbaum-Dings auch nochmal an, wie das Zeichen aussieht, ja, was es macht. Natürlich nach der Runde. Ich bin super bereit. Jetzt aber. Zunge. Oh, verdammt. Das kannst du machen, du kannst sein ganzes Schild mit einem Angriff sprengen. Aber zwei Angriff muss trotzdem noch greifen. Oh, meine Nase juckt. Alter. Schnell meine Nasenhaare, das hilft vielleicht. Oh, der Fist hat ein Schwert mit. Jetzt rennt er mit Rissere. Mein Gott. Ja! Oh! Triple Kill! Du hast ein Licht erzeugt. Triple Kill! Nee, die anderen zwei Kills waren davor. Okay. Wo ich den Typ mit der Pistole hinterher ran bin. Und dann kam noch die Ult. Ach, aber ich bin in die Granate reingerannt. Ich Idiot! Warum krieg ich gerade Kacke in den Schuhen? Einfach. Oh, leck mich. Du hast deinem Gegner das Licht ausgepustet. Ich frag mich, wie groß der Zeitabstand eigentlich ist. Die Ult habe ich erst 2 Sekunden nach den anderen Blinkkits eingesetzt. Also, das wird ja wahrscheinlich gesammelt oder so. Nur noch 5 Minuten. Ihre Niederlage steht bevor. Mach den Sack zu. Ich folge dir mal unauffällig. Toll, wir haben die ganzen Gegner am Arsch. Das war unauffällig. Das war wohl Kreuzfeuer. Ja, dann verpasst du die Fresse. I got a boom boom boom. Warte, was hat der für eine Reichweite, verdammte Scheiße? Jetzt geht's rein. Kein Anfallwaffe mehr. Scout-Gewehr. Jetzt reicht's mir. Kann ich einfach wechseln? Ja, ich kann mal wieder wechseln, glaube ich. So, Gott. Ich nehme mal wieder das Automatikgewehr rein. Ach, der hat ein scheiß Fusionsgewehr. Fusionsgewehr. Der Typ rennt mit einer Axt rum, es gibt Äxte! Wo hab ich keine? Hab ein Ulti eingesetzt! Shotgun-Ladung! Dort! Gott! Die besten Skills macht man immer von hinten. So. 3 Minuten. Gott, Alter, das bunte überall. My house is amazing. Der Gegner will es wissen.
Ey, die Schnauze. Abgekillt. Es geht dir trotzdem nicht das Recht zum Singen. Aber auch am okay. Und ich weiß nicht, woher einer kommt. Okay. Hab mir Zwerg in der Nachtruhe. Scheiß Raketenwerfer, ach kommt schon! Der hat eine Power von 372! Also bitte! Das muss ein Manta-Fahrer sein. Ein Manta-Fahrer? Was ist denn ein Manta-Fahrer zum Teufel? Ah, du Ungebildeter. Der Typ will mich mit dem Schwert holen! Ja, ja. Ha! Hat er Fusionsgewehr bringt's! Oh, ne, da kommt noch so ein Sack. Tja. Also, man passt nicht verlassen soll. Ich hab ihn nicht kommen sehen. Niemand hat ihn kommen sehen. Oh, niemand wollte ihn kommen sehen. Okay, den hab ich kommen sehen. Hab dich. Schön, wenn man sein Schild drunter sisst. Ich weiß nicht, was ist eigentlich besser für Schilde? Die Pistole, also die Kinetik oder die Energiewaffe? Leck mich! Ich hab dich fast tot! Peak ist fast tot! Scheiße! Ich hab für Schild zu. Free Killer! Dieser Arsch! Ich kann fast keine Ult einsetzen. Ich glaube, wir beide sind Freaks. Das stimmt. Und wo sind die? Wo sind die? Ich will nochmal einen Triple Kill rausholen. Halleluja! Double Kill! Oh, Energiewaffe, Brustschutz und Warlock Greif. Schwert, Helm und. Arm? Warum ist hier so fucking Schwert? Ja, weiß doch. Ninja! Wirklich! Siehst du? Immer auch 8 Typen getötet. Aber kein Multi. Effizienz! Guck dir mal die Effizienz an! Pfff! Bin doch besser als der letzte! Der hat eine Effizienz von 1! Ich hab nicht 44er gehabt, du Arsch! Du hast 0,44 gehabt! Der hat 1,00 und ist 0,44. Das ist bitter. Oh, 2 Missionen fertig. Einmal die Solarkill. Das mit dem auch hier. Ich hab Rächer. Ich hab einen getötet, der einen Gegner von mir getötet hat. Cool, 2 Quests fertig. Ich muss noch 2 Lichtfern schaffen, 4 Crit Kills und noch 2 Solartodestöße. Oh, ich hab auch einen geschafft. Ich hab Rächer hab ich auch geschafft. Bei oh, Dings. Ich muss alle 3 noch machen und Früchte meiner Arbeit muss ich noch 3 töten. Früchte meiner Arbeit wird killen. So heißt es fest, tut leid. So, was ist mein Skill? Verknüpft. Ah, ich muss heilen, dann kann ich mich heilen. Cool, also dann kann ich hier einen Kreis schaffen, wo sich alle heilen können. Leck mich. Oder ich kann es auch so machen, ich kann auch einen Buff machen, der den Waffenschaden erhöht. Und Kreis halten. So, alles aus meiner Hülle ist jetzt blau. Jetzt kommt alles aus meiner Hülle ist jetzt blau. Ah, ich glaube irgendwie für Papier ist der Overhead nicht so gut. Fällt mir halt so auf. So aus der Sicht ist das schon nice, aber so PvP-technisch. Da habe ich auch besser jetzt gesehen, ne? Ah, cool. Okay. Noch ein paar. Ich habe jetzt einen Brustschutz mit 135, ja. Das sieht nicht mal übel aus.
Ob es noch einen dritten Weg gibt? Also. So, ich bleibe auf Weg des Kriegers für das Ding jetzt speziell. Kontrolle. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Also krass mit Oberpaus zum Aussehen, dann wir. Erobere die Zone. Die Map ist cool. Jo. Ah, jetzt kann ich. Jetzt habe ich Port. Scheiße, da muss ich mich erstmal gewöhnen. Zone C eingenommen. Zone A erobert. Gott. Kann ich nicht immer retten. Zone B eingenommen. Du hast den Zonenvorteil. Verdammt. Oh, ich hab einen Kill gemacht. Von euch, was ich hab. Du liegst jetzt in Führung. Du hast Zone C erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zone A verloren. Schön. Fast, ja, hab noch erwischt. Leck mich, Manni Manta. Du Scheiße mit 30er. Meine Gewehr macht jetzt genug Schaden, um dich zu töten. Halli, ja. Du hast Zone A erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zone B verloren. Zone C verloren. Kann man leicht nicht einfach zur OBR nehmen. Verdammt. Ich muss mich an den Port gewöhnen, dadurch fliege ich immer sehr weit. Scheiße. Scheiße, Schurfhände. Ich glaube, das verlieren wir diesmal. Yep. Aber ihr könnt trotzdem die Kills machen. Verdammt, der hat gemessert. Du liegst jetzt in Führung. Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Zone A verloren. Ich tue mein Schwert. Wir sind amazing. Ah, Locke. Okay, man braucht zwei Hits, um einen zu töten. Wenn er auf halt Ohrschild ist. Bitte. Ich glaube, ich sollte jetzt vielleicht erst mein Schwert einsetzen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du damit machst. Als ob! Das ist doch arschig. Man kann immer wieder sehen, was für ein Pro-Player ich bin in diesem Spiel. Oder generell im Spiel, die was mit Waffen zu tun haben. Ich mach mal meinen Job hier. Zone C verloren.
Du hast Zone B eingenommen. Der Vorteil liegt bei dir. Leck mich! Ich hab Zone besiegt. Jeder Kampf macht oh, Leute, ich hab Kill. Stärker. Das gefällt mir. Schön. Ach Leute, ich dachte, es wäre schon zu Ende, weil gerade die Ekraft-Anzeige kam. Och Mann. Ey, wir gewinnen das vielleicht doch noch. Weil das Ekraft-Anzeige war echt fies. Zone A verloren. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Nur noch 5 Minuten. Zone B verloren. Hab ich. Hä? Verdammt, was war das denn? Oh, es war Granatwerfer. Ups. Deine Gegner holen langsam auf. Der Feind will Rache. Das kannst du nicht zulassen. Alter, jetzt kriegt's. Zone C verloren. Powerplay. Der Feind hat deine Zone. Hab dich. Wir haben die Führung an sich gerissen. Das war Witz. Ah, du gewinnst das noch. Ich glaub's nicht. Ja, ich auch nicht. Boah, man, der war nicht schlag. Die Gegner haben ihre Führung ausgebaut. Lass das nicht zu. Haha, Kill. Du hast mir den Kill geklaut. Ich weiß. Ich hab sogar einen Hechtsprung nach vorne gemacht, deswegen. Lol, da. Der Gegner steht kurz vor dem Sieg. Zone C verloren. Powerplay für deinen Feind. Du wurdest besiegt. Kämpfe erneut. Ey, immerhin drei blaue Sachen wieder. Helm, Panzerhandschuhe, Kinetikwaffe und Helm. Kuss die Tür recht zu. Können wir jetzt bitte die Story weitermachen? So, erstmal neue Ausrüstung anziehen. Könnte erstmal aus Spielersuche rausgehen. Nein! Ah, da leckt mich. Wir nehmen dann das an, wenn wir eine Quest haben. Was? Ja. Nee, normal, was? Wir gehen die Quest dann ab, wenn wir alles fertig haben, würde ich sagen. Wie soll ich denn alles fertig kriegen? Bei mir sind auch schon zwei. Mir fehlt noch eine Lichtsphäre. Mir fehlen noch zwei Todesstöße. Also hier Crit-Todesschüsse und Zwisolar-Todesstöße. Also mir fehlen 7 geschaffte Sphären bei Licht, erzielte präzise Todesstöße 5 und erzielte Solar-Todesstöße 5. Was machst denn du die ganze Zeit? Keine Kills, wie du merkst.
Deshalb werden wir auch PvP. Du warst doch gerade unter mir. Ja, trotzdem war ich nicht so viele Kills wie andere. Lass noch, sagen wir mal, vielleicht eine Runde machen, damit ich noch eine geschafft habe. Ja, ja, ich habe MP mit einer Feuerrate von 900. Ich kann losgehen. Bock, ich habe ja Bock. Aber ich hab auch eine MP mit hier 900. Und ich habe ein Automatikgewehr mit 800, also im Blau. Und mit jeder Waffe, die ich vernichte, für neue, kriege ich ja auch wieder diese komischen Ersatzteile. Waffenteile. Ja. Ich mir denke, jo, klar, warum nicht? Ich weiß noch nicht, für was die sind, aber wird ja bald wahrscheinlich zeigen. Die brauche ich auch nicht mehr. Okay, vielleicht hätte ich lieber nicht beide. Ach, egal. Vielleicht zu spät. Die Waffenmeistermaterialien sind bestimmt jetzt dafür, dass man sich hochwertigere Sachen kaufen kann. Ich glaube, die sind wahrscheinlich irgendwie zu Waffencraften oder so. Ja, ich vermute einfach, wir kaufen doch da bei denen sowieso schon mal wie mit dem Schwert und so. Was ist Shader? Jetzt haben wir blaue Sachen. Was? Schmelztiegel Ruhm, Shader. Wenn dieser Shader auf deine Ausrüstung an, um den Triumph des Schmelztiegels zu erzielen. Und wie? Objekte ansehen, die alle. Achso, die verändern die. Und wie benutzt man die? Kann ich die irgendwo benutzen? Vielleicht, wenn ich auf Details gehe oder so? Man kann Shader benutzen. Was kann man benutzen? Man kann Shader benutzen für Ausrüstung. Wo? Zum Beispiel. Achso, einen Shader habe ich noch nicht. Musst du aber nicht haben. Das bekommst du, wenn du Waffen kaputt machst und so, denke ich mal. Inventar, das ist ein Schmelztiegel-Ruhm-Dinger. Gib auf Inventar und aufs vierte Balken-Ding. Konflikt. Ja, und bei mir ist Shader nichts. Echt nicht? Okay, weil da mache ich erstmal eine Shader auf meine Waffe auf. Ich guck mal, ob es da auch geht. Oh ja, da kann man auch einen drauf machen. Nichts ist kompliziert hier. Leck mich, ich wollte einen Shader drauf machen. ist doch ein Witz. Da. So, jetzt erstmal wieder auf die Waffen mit Details gehen. Shader. Ach, okay, bei Waffe hat es glaube ich nicht so einen krassen Effekt. Obwohl, doch. Jetzt ist es ein bisschen rötlicher geworden. Naja. Ich glaube, ich war's auch mit meinem Fangen als nächstes. Du legst jetzt den Führer. Okay, ich sollte mir den P nochmal ziehen lernen. Das hilft, das heilt ja echt. Hab die. Voll geil. Ich hätte nicht in die Ecke gehen sollen. Hätte ich machen sollen. Hab noch erwischt. Crit Kill. Ja, noch ein Crit Kill. Look at my horse. My horse is on. Alter, hör auf zu singen, das macht meine Motivation kaputt. Happy Birthday, mein Junge. Oho, Kopftreffer. Als ob das nicht mehr Michael war. Leck mich. Ah, oh, den liebt er doch. Oh, leck mich. Ja, Headshot. Ich mach mal hier so kurz Cut, weil ich keinen Plan habe, wie lange die Folge ist. Bye.